Yo, hallo Leute, hier ist auch wieder euer Table Tennis Gamer mit einer weiteren Folge The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Jo, und wir starten, und wisst ihr was? Ich werde mich jetzt dem Tod hingeben. Ich werde die Person nehmen, die ihr mit Daumen hoch in den Kommentaren in den letzten Parts so hoch bewertet habt. Von der ihr wollt, dass ich sie spiele und von der ihr ganz genau wisst, dass sie nicht lange leben wird. Auf geht's mit Eve. Ja, ich habe gedacht, komm, ich tue euch mal den Gefallen, ich spiele mal eine Runde mit Eve und ich möchte es euch gleich am Anfang sagen. Seid bitte nicht traurig, wenn wir nach 2 Minuten neu anfangen müssen. Ich kann wirklich für nichts garantieren bei Eve, weil Eve absolut furchtbar, schrecklich, unglaublich furchtbar, schrecklich, was auch immer ist. Ich kann mit dieser Person nicht arbeiten. Diese Person treibt mich förmlich in den Wahnsinn. Oder hat mich in den Wahnsinn getrieben. So, jetzt komm mal hier. Können wir den nicht irgendwie schon mal treffen, damit er sich bewegt? Nein, können wir natürlich nicht. Das heißt, ja. Wunderbar, sehr schön. Dankeschön. So, und hör auf, jetzt mich zu treffen. Ne. Und ein Schlüssel, wunderbar. Das ist schon mal sehr gut. Da haben wir zumindest schon mal in der 2. Etage irgendwie den... Ach, du Kacke. Siehste, und dann kommt nämlich so ein Raum. Und dann wünschst du dir, du hättest niemals angefangen, Eve zu zocken. Weil diese Viecher echt... Die sind der Horror. So, aber egal. Guck mal, wir sind ganz gut dran. Zumindest bisher. Und jetzt ist im Goldraum wieder so ein richtig blödes Item. Komm schon, gib mir das blöde Item. Nein! What? Damage up? Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Moment mal, Leute. Guck mal. Wir haben 2 Damage. Oh. Was ist denn da passiert? Das ist nämlich eigentlich sehr selten, dass man mit Eve überhaupt irgendein Item findet, was Damage macht. Weil Eve selber macht ja schon gar kein Damage, so könnte man fast sagen. Also, ich finde, man kann wirklich sagen, Eve macht gar kein Damage. Jetzt natürlich schon ein bisschen mehr, aber stellt euch vor, wir hätten den Pilz nicht gefunden, dann würde Eve, ja, wie gesagt, gar kein Damage machen. Zumindest irgendwas, was Limes gegen Null geht, so ungefähr. Also irgendetwas, irgendein Betrag, der so klein ist, dass man das schon nicht mehr Damage machen nennen kann, finde ich zumindest. Aber jetzt sieht es schon gar nicht so übel aus. Und wenn wir jetzt den Cube of Meat noch kriegen und dann nochmal so Pestilenz am liebsten noch, weil Pestilenz finde ich noch, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ human. Also da gibt es weitaus schlimmere apokalyptische Reiter, wie zum Beispiel unseren Horseman. Obwohl der ist kein apokalyptischer Reiter, glaube ich, sondern der ist ein Horseman. Aber hier unser Death, der Tod, der ist nun wirklich ein weitaus schlimmerer apokalyptischer Reiter. Und jetzt überlege ich, ob ich rechts noch reingehe. Dann hätten wir noch 1,5 Herzen. Wenn wir Glück haben, findet man noch Ball of Steel. Komm, wir gehen rein. Und nichts, ne? Oh. Shit, hätte ich mir auch sparen können, sagt er jetzt. Ja, das stimmt. Aber ich wusste es ja nicht. Ja, so ganz nebenbei, Leute. Heute habe ich leider nichts von der Rollentheorie für euch. Tut mir leid. Heute leider nein, heute leider keine Rollentheorie, weil ich schlicht und ergreifend nicht zum Lesen gekommen bin. Warum bin ich nicht zum Lesen gekommen? Gestern, was war gestern eigentlich? Gestern war Dienstag, ne? Ja, gestern hatte ich ja dann Isaac in meiner Freistunde aufgenommen, die grandios war. Und danach war ich dann beim Sport, beim Schulsport. Und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich mich an verschiedene Sachen gesetzt, nochmal YouTube ein bisschen geguckt, selbst ein paar Videos geguckt, ein paar Einstellungen gemacht, Render-Einstellungen gemacht, ein bisschen im TS gelabert und ja, während ich dann auch im TS gelabert habe, zwischendurch noch zu Abend gegessen habe, ja, habe ich mich dann an meine Deutsch-Vertretungshausaufgaben gesetzt, die schlimmsten waren, aber da habt ihr ja, wenn ihr den Mario Galaxy Part gesehen habt, auch schon minimal von gehört. Habe ich ja ganz kurz was erzählt. Und ja, das heißt, es war spät abends. Irgendwie um 10:45 hatte ich dann keinen Bock mehr, bin ich am Pennen gegangen. Hatte heute erst um 10, habe heute Morgen für euch dann Mario Galaxy aufgenommen, weil ich das eben dann gestern nicht mehr geschafft habe. Wollte ich gestern Abend machen, aber ich habe dann gedacht, komm, machst jetzt erst die Hausaufgaben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ja, wie gesagt, um 10:45 hatte ich keinen Bock mehr aufzunehmen, war müde. Und deswegen habe ich das heute Morgen gemacht vor der Schule. Ja, und ich weiß auch gar nicht mehr, womit ich angefangen hatte und warum ich das überhaupt alles erzählt habe. Ich weiß es echt nicht mehr. Warum habe ich das denn erzählt? Ihr wisst das bestimmt noch oder ihr guckt halt, könnt das jetzt schnell nachgucken, warum ich überhaupt angefangen habe, das zu erzählen. Ich glaube, ich wollte irgendwie darauf hinaus, dass ich für irgendwas keine Zeit hatte. Ich frage mich nur gerade für was. So, das mache ich jetzt mal so, weil ganz im Ernst,
Jedes verdammt kleine Herz ist wichtig mit Eve. Und deswegen möchte ich auch nicht Gefahr laufen, irgendein kleines Herz zu verlieren. Auch wenn wir natürlich jetzt das Space-Item nicht beim Endgegner haben. Aber das wird wohl nicht so schlimm sein. Das kriegen wir hin, Leute. Vertraut mir. Und zu allem Überfluss habe ich dann eben auf Twitter bei Gronkh auch noch gelesen, dass es wieder diesen wunderbar schönen Fehler auf YouTube gibt, der da heißt, irgendwie der Server hat die Datei nicht erkannt oder sowas, wenn ihr ein Video hochgeladen habt. Und ja, ich habe direkt mal geguckt, meine Uploads liefen noch, die ich heute Morgen eingestellt hatte. Oh, 99 Bomben, ne? Oh, nice! Oh, das Item hatte ich schon saulange nicht mehr. Guck mal, jetzt haben wir wunderschöne Karnevalsmützendecke hier. Wunderschön, ja, wunderschöne Kopfbedeckung haben wir jetzt. Und jetzt können wir auch den Geheimraum suchen. Und ihn nicht finden. Nee, hab bei mir direkt geguckt. Und ja, gerade eben ist der Minecraft-Part fertig geworden. Vom Hochladen her, den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt oder noch gucken könnt, auf dem Gravel Pit, denn der sollte jetzt eigentlich oben sein, wenn das Video hier hochgeladen wird. Aber ich habe zum Glück festgestellt, dass dieser Part wunderbar einwandfrei verarbeitet worden ist und bei mir dieser Fehler nicht aufgetreten ist. Und da bin ich dir sehr dankbar für, YouTube. Vielen Dank, denn die Minecraft-Folge hätte ich sonst heute nur noch mit Mühe hochbekommen. Da nämlich meine Leitung blöd ist. Ihr kennt das ja. 16.000, das reicht eigentlich aus. Viele von euch haben wahrscheinlich auch weniger. Aber wenn man so viel hochlädt, wie ich es mache, und jetzt auch noch so ein scheiß Gürtel hat, wo man sich wünscht, man hätte sein Horn noch, dann ist das schon mal ein bisschen... Alter, ich wünsche mir echt, ich hätte es noch. Ist ja wohl der größte Drecksabfuck, den es gibt. Ja. So, sagst du, Gördi räumt auf. Gördi Junior räumt auf, hä? Gördi Junior räumt auf, hä? Gördi Junior räumt auf. Und ich hätte jetzt aber ganz gerne mal... Wirklich, so, das ist eigentlich... Ich treffe ihn nicht. Das gibt's doch gar nicht. Willst du mal kurz an meinen Cube of Meat kommen? Ja! Huh! Geschafft, Leute! Sauber! Uiuiui. Okay, so, was haben wir hier? Oh, Sister Maggie, die ist gut. Die sollten wir mitnehmen, weil die macht ordentlich Schaden. So, und jetzt überlege ich gerade, ob wir das auch noch mitnehmen sollten. Nee, bringt nichts. Kostet ein Herz, dann hätten wir zwei. Nee, komm, wir lassen es einfach so. Wir haben ja schon jetzt Sister Maggie und die macht nämlich echt gut Schaden, Leute. Oh, möchtest du eine Blume, kleine Frau? Was? So klein? Oh, immer diese gemein hier. Immer diese gemein. Uiuiui. Ja, das ist natürlich jetzt... Da muss man wieder den Überblick behalten. Da hatte ich mal kurz nicht. So, aber wir haben ja Sister Maggie dabei. Und die macht schon ordentlich. Also die kann schon Schaden machen. Oh. Gut, dass er da oben falsch rumgelaufen ist. Beziehungsweise von mir weg, weil das hatte ich jetzt so schnell nicht auf dem Plan, wie die laufen. Beziehungsweise den Raum hatte ich so schnell nicht jetzt im Kopf drin, als dass ich da eine Fluchtroute hätte planen können. So, ach du Scheiße. So, jetzt sollte ich vielleicht erstmal den töten, ne? Wäre eine Idee. Ich versuch's auch mal. Und ich hab's auch geschafft. Und jetzt den kleinen Burschen hier. Ja. Und jetzt den hier. Ja, Leute, was haben wir als aktuelles Thema? Barack Obama ist wiedergewählt worden. Wird also jetzt weiterhin Präsident der USA sein. Sehr, sehr... Ach, scheiße. Nee, sehr, sehr scheiße eigentlich nicht. Also, finde ich nicht. Hier scheiße. Nee, sehr gute Sache, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich war auch für Obama. Da der mit Romney, ich weiß nicht, der Romney, der ist mir irgendwie so ein bisschen... Ja, das heißt unsympathisch. Irgendwie, weiß ich nicht. Das, was der da, was man da auch so gehört hat, was der sich da so zurecht erzählt hat und alles,
ist, glaube ich, nicht so Sinn der Sache. Und jetzt habe ich ja heute auch nochmal gehört, dass er wohl auch relativ aggressiv gegen China irgendwie da ein bisschen was gewettert hat. Und sollte man sich natürlich auch zweimal überlegen mit China. Denn man kann sagen, was man will, aber die Chinesen sind in der Welt schon nicht ganz unwichtig. Und wenn Amerika und China da sagt, ey komm, wir fangen mal so ein, weiß ich, selbst wenn es nur so ein Kleinkrieg, was heißt Krieg, Krieg nicht, sondern halt nur so eine kleine Meinungsverschiedenheit und das im größeren Stil und wegen unnötigen Sachen oder sowas, weiß ich nicht, ne? Aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht so dermaßen da überall durchblicke. Oh, sauber, nochmal Damage. Small Rockets müssten wir schon, Moment, meistens aktualisiert sich das in dem neuen Raum. Auf jeden Fall haben wir doch jetzt die Versteinerung auch schon drin, oder? So, guck mal, kennst du den? Ha, guter Trick, ne? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, durch das ganze Finanzsystem blicke ich schon mal gar nicht durch. Durch diese Wirtschaftsdinger weltweit, keine Ahnung. Und durch die verschiedenen Diplomatien zwischen den Ländern und was da alles abgeht und wie das abgeht und wie das funktioniert, blicke ich auch nicht durch. Deswegen habe ich da eigentlich nicht so eine, darf ich da jetzt gar nicht so viel drüber erzählen eigentlich, weil ich da viel zu wenig Ahnung von habe. Aber so von dem her, was ich gehört habe und das, was ich von Obama gehört habe, auch an Reden und so weiter und so fort, denke ich schon, dass es keine schlechte Wahlentscheidung war, Obama weiter zu wählen. Aber nun gut, wie gesagt, das ist halt jetzt so eine subjektive Einschätzung, ohne wirklich komplett alle Hintergründe zu kennen. Aber ich glaube, die kennt auch keiner von uns so wirklich. Also da muss man sich schon sehr, sehr extrem mit befassen, um da überall durchzublicken. Was meint ihr denn? Schreibt so mal in die Kommentare, Leute. Hat euch das jetzt gefallen? Findet ihr gut, dass Obama wieder irgendwie Präsident ist? Oder sagt ihr, nee, jetzt rein aus der subjektiven Sympathie heraus fand ich den Romney sympathischer? Oder seid ihr vielleicht so gut informiert, dass ihr sagt, ja, das war aus den und den wirtschaftlichen Gründen oder was und was auch sinnvoller? Würde mich auch mal interessieren. Also wenn da jemand näher Bescheid weiß und Lust hat, da mal irgendwie in ganz abgespeckter Form natürlich. Also ich bin davon überzeugt, wenn man das alles richtig erklären will, dann braucht man da mehr als 500 Zeichen in den Kommentaren. Aber vielleicht hat jemand ja mal Bock oder, ja, Bock. Oh, nice. Daemon Wings, nice. Hör mal, wir haben ja richtig Glück hier heute mit Eve. Ah, okay, und dann kommt sowas, ne? Das ist natürlich jetzt... kann man da nicht mehr von Glück reden, aber... Ja, doch schon. Sagen wir einfach so, das Item, die Demon Wings, die ich oben gefunden habe, die nehme ich sozusagen jetzt einfach mal... Aua, das war dumm. Da hätte ich doch einfach ausweichen können auf die Plattform... Ja, auf die Plattform hier, die nicht da ist. Da wäre er doch gar nicht hingekommen. Oder hier zum Beispiel. Ne, vielleicht hat da jemand mal kurz in 500 Zeichen irgendwie ganz kurz die Lage, vielleicht ob wirtschaftlich, finanzieller Art es sinnvoller war, dass Obama jetzt wieder gewonnen hat, oder ob es vielleicht gerade aus dieser Sicht sinnvoller gewesen wäre, den Romney zu wählen. Das weiß ich wie gesagt nicht. Da bin ich nicht genug im Thema drin. Ich wollte mich da irgendwann nochmal mit beschäftigen, also genauer beschäftigen, weil mich das schon interessiert und ich verstehen möchte, wie das funktioniert, weil ich denke, wenn man das versteht, und da spielt Amerika eine ganz große Rolle, dann versteht man viel von den Geschehnissen auf der Welt, die diplomatisch bzw. politisch so passieren. Und das ist eigentlich, finde ich, auch immer eine recht wichtige Sache, das zu verstehen. Aber wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht eingehend befasst. Das muss ich irgendwann nochmal nachholen oder tun. Nachholen heißt ja, dass man es versäumt hat, aber... Ja, man muss darüber ja nicht so Bescheid wissen. Jetzt habe ich eine Bombe gelegt einfach. Warum habe ich eine Bombe gelegt? Ich wollte gar keine Bombe legen. Aber es sieht gut aus mit Eve, Leute. Meint er, wir schaffen das? Ja. Meint er, wir schaffen das mit Eve? Ich bin mir wie immer ja sehr, sehr unschlüssig darüber, weil ich immer denke, meine Fähigkeiten in dem Spiel reichen zwar aus, um das Spiel durchzuspielen, aber meine Fähigkeiten reichen eindeutig nicht aus, um mit Eve irgendwelchen Skill aufzuweisen. Denn Eve ist meiner Meinung nach die schlimmste Person, der schlimmste Charakter im ganzen Spiel. Und jetzt müssen wir noch einen Goldraum finden und einen Shop können wir auch noch finden. Haben wir nämlich noch einen Schlüssel für. Und dann können wir uns nochmal ein paar Items zuführen. Finde ich auch sehr interessant. Ne? Also, schreibt mal in die Kommentare, Leute. Wie ist das mit Romney Obama? Wir hatten ja nur den Phil from Philadelphia da.
Der war ja vom Philadelphia, das ist in Pennsylvania, wenn das richtig gesagt hat. Und ja, der meinte auch, er würde Obama wählen. Sagt, hat zwar gesagt, dass Mitt Romney wohl in der Ökonomie, in Economics, sehr, sehr gut ist. Dadurch, dass er, glaube ich, Romney, wie ich das richtig verstanden habe, hat ja irgendwie, was weiß ich, wie viele Firmen aufgekauft und die dann irgendwo wieder weiterverkauft und sowas. Also der scheint ökonomisch, geschäftlich, wirtschaftlich sehr, sehr gut zu sein, der Romney. Aber dass Obama sagt, er ist, also nach seiner Meinung, ist Obama eben der Bessere für Amerika. Und in Europa, wenn man so mal die Stimmen hört, dann sind da ja wohl auch viele für Obama. Ich fand es nur innerhalb Obamas Amtszeit komisch, dass er den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das fand ich komisch. Vielleicht wurde der immer wieder aberkannt, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Und das fand ich komisch, weil ich finde, dass Obama bis dato vielleicht schon eine Menge... Ach du Scheiße, komm, dann benutze ich jetzt den. Bis dato vielleicht schon eine Menge natürlich geleistet hat. Eine Menge für Amerika, vielleicht auch das ein oder andere für den Frieden. Aber ich finde irgendwie, dass das irgendwie... Ja, nicht ganz so ausreicht, um jetzt zu sagen, wir verleihen jemandem den Friedensnobelpreis, wenn es wirklich viele, viele Leute auf der Welt gibt, gerade ja auch in den östlichen Staaten, in den asiatischen Staaten ja auch viel, die sich wirklich für die Menschenrechte in diesen Ländern einsetzen, die teilweise unter Hausarrest stehen und so weiter und so fort, die sich da richtig engagieren und von der Regierung auch verfolgt werden, die sich wirklich dann auch aktiv mit ihrem Leben für den Frieden einsetzen, weiß ich nicht, ob vielleicht der Friedensnobelpreis bei so jemandem besser aufgehoben wäre, als dann bei einem, oh, guck mal, gut, dass wir den Raum noch machen, bei einem Obama. Also ich habe nichts gegen den Obama oder so und ich finde das im Großen und Ganzen auch nicht schlecht, was er da macht. Aber war halt so die Frage, die ich mir gestellt habe, ob vielleicht nicht so jemand es mehr verdient hätte, da diese Leute sich natürlich mehr oder weniger darauf spezialisieren, diese Rechte, ja, einzufordern. Und ich meine, wer, was hat hier Dalai Lama? Ne, der hat keinen Friedensnobelpreis. Ich weiß gar nicht, wer alles Friedensnobelpreise bekommen hat. Müsste ich eigentlich mal nachgucken. Das wäre mal interessant. Und ja, aber das ist halt, ne, vielleicht, was weiß ich, was das Nobelpreiskomitee dazu bewogen hat. Ich habe jetzt auch die Begründung dieses Nobelpreises nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass er einen bekommen hat. Weil, ja, das ist mir eben im Kopf geblieben, weil ich es halt ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben jetzt nicht, ne? Aber weil ich es halt komisch fand. Ich fand's, aua, boah, das war knapp. Ich fand's, aua, das war nicht knapp, das war einfach dumm. Ich fand's eben sehr komisch. So könnte man das, glaube ich, richtig formulieren. Au, sauber. Dankeschön. Ah, gut, nachdem erst die gute Nachricht des Tages sozusagen kam, kommt dann jetzt der große Quatsch sozusagen. Aber den kann man ja hier so... Ich weiß, einige von euch oder eigentlich alle von euch sagen immer, ich solle doch da oben hingehen, da müsste ich nur den Fliegen ausweichen. Aber da oben habe ich, wenn ihr schon mal die Parts gesehen habt, wo ich gegen Gördi gekämpft habe, habe ich da oben immer Probleme gehabt. Ich weiß nicht warum, aber da oben war mir irgendwie nie so richtig sympathisch. Und ich finde eigentlich, dass diese Taktik, die ich hier anwende, auch schon ganz in Ordnung, hilfreich, ganz gut, nicht so schlecht ist. Sehen wir ja, wir haben ihn ja jetzt geschafft. Und das mit nur einem halben Herz Lebensverlust. Das ist schon mal nice. Oh, sauber. Das brauchen wir eben, ne? Mit Eve brauchen wir jetzt auf jeden Fall Herzen. Und wir brauchen aber auf jeden Fall auch noch irgendwie so ein Item in der OP-Art. Also, wow. Irgendein Item, was wirklich richtig an Damage reinhaut. Ansonsten weiß ich zumindest nicht, wie ich mit dem Damage, was wir momentan machen, weiß ich nicht, wie ich da Isaac besiegen soll. So, Hermit ist sehr interessant. Möchte ich eigentlich nicht mitnehmen. Wir sind jetzt in den Tiefen 1. Ich finde, naja, da ist das besser, was wir hier haben. Stellt euch vor, wir finden in den Tiefen 2 eine Nonne im Shop. Da würden wir mit der Nonne auf jeden Fall viel, viel besser gegen Isaac bestehen, als mit dem Book of Revelations. Deswegen, lass mal uns einfach mal überraschen, was wir noch kriegen. Und ich poker mal so ein bisschen auf eine Nonne vielleicht.
Vielleicht aber auch auf eine blaue Lampe, die dann im Shop ist. Denn die wäre auch nice. Mit der könnte man Isaac nämlich auch wesentlich besser töten, kaputt machen. Als mit jetzt so einer lächerlichen Book of Revelations. Ja, lächerlich nicht, aber als mit dem Book of Revelations. Zumal ich gar nicht weiß, ob wir das so oft voll kriegen. Ob wir noch so viele bedeutende Räume jetzt hier mitnehmen dann. Und das ist ja, birgt ja auch immer eine Gefahr. Den Raum zusätzlich, wenn er nicht unbedingt nötig ist, könnte ja auch wieder eine Gefahr, ne, beinhalten nehmen. Und dann könnte man da wieder sterben oder so. Vielleicht finden wir ja gleich Edmunds Ultra Pride Millen hier. So, mal gucken. Erstmal die hier weg eliminieren. Ach du Scheiße. Hier wieder so ein Raum. Ja, komm. So. Manchmal setze ich das auch ganz gerne ein, sage ich euch ganz ehrlich. So. Ja, das wusste ich. Aber die machen keinen Schaden. Gut. Ich habe gedacht, die würden den jetzt mal ordentlich einheizen, da was Schaden angeht. Scheint dem ja nicht so zu sein. Schade. Schade, schade, ihr lieben Männer. So, was haben wir hier? Komm schon. And ate them. Okay. Solange da kein Health Down ist oder ein, wie nennen die das? Bad Trip. Ist alles in Butter. Alles in bester Ordnung. So, Bombmama. Ich hätte viel mehr Geheimräume suchen müssen, fällt mir gerade mal auf. Da kriegen wir sie gratis präsentiert. Ich hätte viel mehr Geheimräume suchen müssen. Da habe ich viel zu wenig gemacht. Ja! Ich sage es noch und es kommt wirklich. Ja, der ist natürlich schon nicht ohne. Also ich finde ihn nicht ohne. Vor allem, wenn die sich anfangen, hier so zu aua, genau. Komm schon. Ja, ja, ja! Oh, sauber! Left Hand! Vielen Dank, Edmund! Und viele Grüße an dich, Edmund, on this point. Oder at this point, ich weiß es nicht. So, okay, Leute. Das ist schon mal eine geile Sache, denn jetzt haben wir die Chance, mehr rote Truhen zu erhalten. Und der Strick, der uns nichts bringt. Weil wir fliegen schon. Aber gut. Ich hätte gerne noch, falls dies möglich ist, einen apokalyptischen Reiter. Ist das irgendwo drin vielleicht? Denn mit diesem apokalyptischen... Ja, jetzt... Ich habe so viel Bomben, ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich euch manuell jetzt mache. Na, ist es ernst? Meinst du es ernst? Ja, okay, dann machen wir dich doch per Hand. So. So, danke. Und. Ah, wunderbar. Schön. So, komm her. So, und tschüss, geh weg. Und was haben wir hier drin? Ah, das ist ja perfekt. Dann können wir hier nämlich schön... Wow, sauber, Alter. Sauber, wie nice. Richtig, richtig nice. Nochmal Damage abbekommen. Oh, Bombe gelegt. Wir machen zwar jetzt nicht viel mehr Damage, aber immerhin ein kleines bisschen. Das war richtig nice, Leute. Boah, schon zwei Items in diesem scheiß Sacrificial Kackroom gefunden. Sonst finde ich da nie so viel. Und komm schon... Sei gut zu mir. Fuck. Okay. War aber nur eine Bad Trip. Solange es keine Health Down ist, geht es sogar noch. Weil eine Health... E-Mail bekommen. Ja, sorry Leute. Ich habe vergessen, mein Thunderbird auszustellen. Deswegen haben wir gerade... Ja, als ob ich die jetzt mitnehme. Deswegen haben wir gerade dieses Geräusch gehört, was mir sagt, ey, du hast neue E-Mails bekommen. Ja, sorry. Aber kann ich jetzt auch nicht ausstellen. Weil sonst haben wir das auf Großaufnahme und da brauchen wir jetzt auch nicht. Das kommt ja nur alle, weiß ich nicht, ein paar 20 Minuten, 10, 20 Minuten kommt das. Ist ja nicht so schlimm. So, was haben wir hier? Ja, da kommt die Health-Down-Pille. Ich glaube es doch echt nicht. Wie viel Pech kann man denn haben? Ja, das ist unser apokalyptischer. Sauber, dadurch machen wir jetzt auch nochmal Schaden. Alter, willst du mich eigentlich... Du willst mich doch verarschen, oder? Ja!
Ja, mach doch mal noch mehr. Was für ein Penner, Alter. Sowas hasse ich ja, ne? So, jetzt komm, ich weiß, dass du klein... Da, kleinwüchsig wirst. So. Und jetzt, was sagst du jetzt, hä? Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Jetzt bist du da, mein Bird macht dir Schaden. Ich krieg jetzt gleich einen weiteren Cube of Meat. Das bedeutet, ich mach noch einen Familiar, der Schaden macht. Sehr schön, Leute. So sieht das schon gut aus. Okay, Krampus. Krampus ist jetzt natürlich nicht so das Sahnehäubchen, was man hier hätte finden können. Aber, nein. Sein Lump of Coal macht auch nochmal Schaden. Boah, wir müssen jetzt so aufpassen, ne? Wir sind noch lange nicht durch. Wir sind noch lange nicht durch. Noch nicht mal durch The Womp Zimmer. Wir sind erst in den Tiefen 2 jetzt gleich. Und da kann noch wirklich, da kann noch vom Weltuntergang bis zum Weltaufgang, bis zur Wiedergeburt noch alles passieren. Okay. Die Health-Down-Pille war echt scheiße jetzt. Die hat uns echt reingeritten, sag ich mal. Da oben haben wir eine Bücherei. Die Bücherei ist aber ein... Wow, das war jetzt knapp, da habe ich nicht genug aufgepasst. Ich habe kurz überlegt, weil das irgendwie so ähnlich wie Gurdy für mich aussah, ob das ein Gurdy ist, aber ist es natürlich nicht. So, noch mal ein bisschen. Ah, wir brauchen eigentlich unbedingt noch was für einen Shop. Und vielleicht irgendwie noch so ein... Ja, so ein Sacred Heart wäre schon... Oh, wäre schon nice. Ah, fuck. Ich hab natürlich jetzt nicht so dran gedacht, ne? Und das nicht so mitgekriegt. So, das lief doch nice, Leute. Sehr schön. Und was haben wir hier drin? Komm schon. Schokomilch. Komm. Ja, ja. Sollte auf jeden Fall gut sein. Ich glaube, auf jeden Fall mindert sie den Damage nicht, oder? Ah, ich bin mir da aber so unsicher gerade. Ich weiß es echt nicht, ob sie vielleicht nicht doch den Damage irgendwie mindert. Egal, Leute. Ich habe sie jetzt mitgenommen. Wenn wir jetzt mal ums Knife kriegen, dann haben wir gewonnen. Aber ich, ja, bezweifle mal stark, dass wir hier noch irgendwo mal ums Knife kriegen. Weil woher sollen wir mal ums Knife bekommen? Woher sollen wir das bekommen? Ja, sauber, Solar. Woher sollen wir das bekommen? Ja, sauber, normales Hart. Ja, Leute, der Part heute mal wieder ein bisschen, kommentarreicher über das Spiel. Wie gesagt, habe ich gedacht, muss auch mal wieder sein. Und da ich auch ja Goffman gar nicht weitergelesen habe, habe ich gedacht, komm, kommentier mal wieder das Spiel. Vor allem mit Eve ist es echt spannend, finde ich. Weil mit Eve haben wir ja jetzt hier, ne, schwierige Zeiten zu bestehen. Und ich hoffe, jetzt komm, gib einen Schlüssel, der Automat. Kann das denn sein? Jetzt gib doch mal einen her. Oh, ich könnte euch noch ganz viel über alte Kulturen, sauber, erzählen. Ich habe nämlich wieder meine... Ich habe nämlich wieder meine Suchtphase, was alte Kulturen angeht, gehabt. Beziehungsweise habe die immer noch. Und zwar habe ich so eine amerikanische Serie, glaube ich, Ancient Aliens, geguckt. Hört sich jetzt mit Aliens blöd an, aber die gehen eben davon aus, in der Hauptsache, komm, erzähle ich euch noch ein bisschen was, ne? Wenn es gleich spannend wird, mach mal hier, ne? Ancient Aliens, die gehen halt im Grunde davon aus, dass viele Bauten, die früher eben gebaut worden sind, also sowas wie zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh oder verschiedene Städte der Maya eben von Außerirdischen erbaut worden ist, beziehungsweise mit dem Wissen außerirdischer Technologie, da mit den Werkzeugen, die... Aua, bist du eigentlich blöd, Maske? Die Leute früher hatten, beziehungsweise die Werkzeuge, denen wir diesen Leuten zuschreiben, mit denen hätten die das wohl teils unmöglich machen können. So, und da gehe ich auch von aus, was waren da jetzt eigentlich drin? Ich habe das, glaube ich, so schnell aufgenommen, dass ich das nicht gesehen habe, was da jetzt genau drin war. Davon gehe ich eigentlich auch aus, ja? Also, so, was weiß ich, aber Millionen tonnenschwere Megalithblöcke. Wie sollen die das geschafft haben, die zu transportieren, wenn wir heute das mit modernsten Kränen kaum schaffen? Kann ja eigentlich gar nicht gehen, ne? Und ja... Das ist eine sehr interessante Sache, vor allem, weil die eine Idee auch haben, beziehungsweise eine Idee, über eine Idee sprechen in dieser Serie, die mir auch schon Ewigkeiten gekommen ist. Und zwar bei dieser ganzen Gott-Theorie und Göttertheorie. Habe ich immer gesagt, man hat, also Gott, Götter waren im Prinzip nur irgendwelche Personen. Und zwar bin ich aber immer davon ausgegangen, ich habe das immer mit Atlantis verknüpft, weil ich immer gesagt habe, okay, Atlantis gab es
für mich gab es Atlantis. Ich glaube da schon dran, dass es Atlantis gab. Und die Leute auf Atlantis waren eben eine hochentwickelte Zivilisation, die dann durch eine Naturkatastrophe oder sonstiges, toll, dass du uns noch nicht mal ein Soulheart gibst, was du sonst immer machst, sind sie untergegangen, sind dann, weil sie eine gute Seefahrerkultur waren, auf die verschiedenen Kontinente gefischt, geschwommen, gebootet, gefahren, wie auch immer, und haben dort dann den Leuten eben ihr Wissen weitergegeben und es neu aufgebaut. Und da die Leute eben nicht so hoch entwickelt waren wie die Atlanter auf diesen Kontinenten, haben sie dann eben die Atlanter wie Götter angesehen, da diese eben die ganzen Technologien hatten, hoch angesehen waren und so weiter und so fort. Und ja, diesen Gedanken übernehmen die eigentlich relativ identisch, nur dass sie nicht davon ausgehen, dass die Atlanter das waren, sondern dass sie davon ausgehen, dass es Außerirdische waren. Und ja, diese dann eben geholfen haben. So, jetzt mag man natürlich, was für ein Quatsch, Außerirdische hier bei uns vor 10.000, 12.000, 13.000, 20.000 Jahren, never ever. Sonst wüssten wir doch von denen schon längst. Man würde doch Sachen finden und Raumschiffe finden und so und ach, was weiß ich nicht alles. Ja, aber ich finde, das ist gar nicht so eine abwegige Theorie. Vor allem, weil sie dann eben durchgehen, die verschiedenen Mythen. Und es ist ja wirklich so, in der Tat, dass viele Erzählungen, also viele Mythen und halt eben Kulturerzählungen erzählen und sagen, dass Leute vom Himmel gekommen sind und diese Leute, die vom Himmel gekommen sind, ihre Götter waren sozusagen. Und diese Götter haben sie dann, haben denen dann halt gezeigt, wie alles funktioniert und so weiter und so fort. Und ich finde das gar nicht so abwegig, dass das so war. Warum sollte es keine Außerirdische gegeben haben? Denn das ist ja egal, ob das vor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.000 Jahren war. Das ist ja wirklich vollkommen egal, wann das war. So, komm her. Denn, wie gesagt, warum sollte es die nicht gegeben haben? Das wissen wir ja gar nicht. Es kann ja gut sein, dass jemand schon wirklich höher zivilisiert entwickelt war, als wir heute sind. Beziehungsweise das immer noch ist. Kann gut sein, finde ich. Ja, wir erheben als Menschen irgendwie so den Anspruch, perfekt zu sein, beziehungsweise nicht perfekt zu sein, aber so als ob wir die momentan höchste Lebensform wären. Aber Leute, die irgendwo im Universum leben, die höher entwickelt sind als wir, die könnten ohne Probleme zum Beispiel die Schwerkraft außer Kraft setzen. Keine Ahnung, wie die das machen. Oh! Aber das kann sein. Da haben sie dann auch irgendwelche Berichte gezeigt von Leuten, die ihm gesagt hat, ja, das kann durchaus sein, dass die so ein Antigravitationssystem entwickelt haben. Vielleicht ist es auch wirklich ganz einfach, so ein Ding zu entwickeln. Nur wir haben irgendwie noch nicht die Grundlagen, weil wir die Gravitation noch gar nicht vollkommen verstanden haben. Ja, es ist ja hier die ganze Sache in Amsterdam mit dem Higgs-Boson. Warum sucht man das Higgs-Boson? Weil das Higgs-Boson laut Theorie die Gravitation mit erklärt und weil die Gravitation sonst so schwierig zu erklären ist, beziehungsweise man gar nicht genau weiß, wie kommt die Gravitation überhaupt zustande. Man weiß es ja gar nicht richtig. Und wenn man das vielleicht weiß, vielleicht sind wir dann auch in der Lage, so Art Raumschiffe zu bauen, die wirklich in der Lage sind, Gravitationsfelder zu nutzen und sich auch eben über die Umkehrung dieser, also die Außerkraftsetzung der Gravitation, fortzubewegen. Finde ich vollkommen plausibel. Kann funktionieren. Warum sollte nicht schon jemand anderes im Universum, was ja riesig ist, diese Technik entdeckt haben und nutzen? Man weiß ja, wie groß das, also man weiß ja nicht mal, wie groß das Universum ist. Das ist riesig, es breitet sich auch noch aus und so weiter und so fort. Und es gibt so viele erdähnliche Planeten in diesem Universum. Da kann gut jemand dabei sein, der, sag ich mal, ähnlich wie wir entwickelt ist, beziehungsweise noch weiter. Jetzt fragt euch wahrscheinlich, warum muss das erdähnlich sein? Ja, man hat halt festgestellt, dass Leben im Prinzip nur aus Wasser entstehen kann. Zumindest Leben in der Form, wie wir es kennen. Und da müssen eben erdähnliche Bedingungen gegeben sein, damit überhaupt Wesen überleben können. Deswegen geht man eben davon aus, wenn es irgendwo Leben gibt, dann müssen sie auf einem Planeten leben, der erdähnliche Bedingungen hat, weil es sonst einfach nicht funktionieren würde. Und finde ich gut, dass ich im Loki-Dingens drin spawne und direkt mal Schaden kriege. Aber ist in Ordnung. So, das ist sehr gut. Wir haben noch Matthias abgekriegt. Und weiter geht's. Also mit Eve sieht es momentan sehr gut aus. Wir haben ordentlichen Damage, Leute. Wir haben alles ordentlich. Jetzt gehe ich mal gucken. Manchmal sind hier noch blaue Steine drin, die eben rot sind und die man nicht sieht. Ah, ich glaube, hier scheint nichts zu sein. Wir haben ja viele Bomben. Jetzt habe ich gar nicht geguckt nach dem Geheimraum, ne? Deswegen finde ich das, muss ich euch ganz ehrlich sagen, finde ich diese präastronautische Theorie gar nicht so abwegig.
Ja, viel ist da mit Sicherheit auch dazu gedichtet. Also da gehe ich auch von aus, ja. Also die spinnen sich teilweise darüber zurecht. Sagen dann, also erkennen dann Leute mit Raumanzügen in irgendwelchen Höhlenmalereien so ungefähr. Sollten wir nicht mitnehmen. Da weiß man natürlich nicht. Obwohl einige dieser Figuren, wenn die da... Ah, sauber. Wenn die da so gezeigt haben, die sehen schon wirklich irgendwie... Also man hat schon so das Gefühl, dass die... Menschen, zum Beispiel die Maya oder so, die diese Dinge teilweise gezeichnet haben oder auch in Stein gemeißelt haben, in Form von Bildern, dass die schon irgendwelche Personen beschreiben, die so, ja, die anders aussehen als sie. Ja, und teilweise wird ja auch davon erzählt in Legenden und Sagen, wie wurden die Pyramiden gebaut, da wird dann beschrieben in verschiedenen Mythen und so, ja, die haben Zettel auf Steine gelegt und irgendwas gesagt und auf einmal konnten die fliegen. Und irgendwie so wird es wohl funktioniert haben. Vielleicht über irgendwelche Magnetfelder, vielleicht aber auch über Schallwellen. Das hat man ja mittlerweile auch herausgefunden. Man kann Dinge über Schall zum Schweben bringen. Bisher nur so kleine Tischtennisbälle oder sowas. Aber es geht. Vielleicht gibt es, und das ist möglich, wenn zum Beispiel ja irgendwie außerirdische oder so eine Art hier waren, dass sie die Technologie haben, per Schall Dinge schweben zu lassen. Oder eben diese Antigravitationssachen zu nutzen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessante Überlegungen und ich finde die gar nicht abwegig, wenn ich ehrlich bin, diese Überlegungen. Sondern eben sehr interessant, weil es eben so viele Kulturen gibt, es gibt so viele Städte, es gibt so viele Zeugnisse von Bauten aus der Vergangenheit, die wir einfach nicht erklären können, weil wir uns fragen, weil wir denken, wir sind bisher auf diesem Planeten Erde die höchst entwickelste Form von Leben, die es jemals gab und wir uns nicht erklären können, wie Leute vor tausenden Jahren was geschaffen haben sollen, was wir heute kaum schaffen können. Ja, diese Baukunst, die die hatten, war unglaublich. Und ja, da ist natürlich die Archäologie von heute, die Schulwissenschaft, wie sie es nennen, die gehen davon aus, die Ägypter sind hin. Also in manchen Schulbüchern findet man, dass die Ägypter hingegangen sind und haben ja, die Pyramiden von Gizeh mit Baumstämmen und Arbeitern errichtet. Das ist unmöglich. Das ist aber heute bekannt. Das ist von vielen Ingenieuren und so auch bestätigt worden, dass es so gut wie unmöglich ist, das irgendwie mit normalen Mitteln gebaut zu haben. Also die müssen halt irgendeine Technik gehabt haben, die außerirdisch ist, also beziehungsweise die wir nicht kennen. Sie hat eine Technik, die wir nicht kennen, das steht wohl mehr, also für mich steht das absolut fest. Ich stelle das überhaupt nicht in Frage, dass sie diese Technik hatten, die wir nicht kennen. Aua. Mensch, ich krieg hier ganz schön viel abgezogen gerade. Oh, the Razor has appeared in the basement. Gut. Der Umo wollte immer mal, dass ich eine Runde mit Rasierklinge spiele, aber die ist uns ja schon ewig nicht mehr begegnet. Das steht für mich also außer Frage, dass es da irgendeine Technik gab, die hatten, die wir nicht hatten. Und ich möchte wissen, wie haben die das geschafft, das zu erbauen? Ich möchte es unbedingt wissen, Leute. Und deswegen früher als kleines Kind habe ich viel auch im Fernsehen immer diese Sendungen eben gesehen und verschiedene Dinge auch und Wissenschaftssendungen über alte Kulturen. Ich war schon immer begeistert von den Ägyptern und den Pyramiden. Ich war richtig begeistert davon. Im Kindergarten teilweise auch mal was gemalt, was in die Richtung geht und so. War ich einfach unglaublich begeistert von. Deswegen war mein allererster Berufswunsch, den ich jemals hatte, war Archäologe. Ich wollte Archäologe werden und wollte diese alten Kulturen erforschen. Und das würde mir immer noch voll viel Spaß machen. Aber als Archäologe ist es halt, es ist sehr schwer als Archäologe. Man muss was finden und wenn du nichts findest, dann brauchst du Sponsoren. Das ist ähnlich wie in der Forschung, in der wirklichen Forschung, die jetzt, also von neuen Dingen, das ist ja immer so. Für neue Dinge werden oft erstmal nicht so viel... wird erstmal nicht so viel Geld ausgegeben, zumindest in der Physik. Und für mich ist sowas wie Physik die elementare Forschung. Ja, es gibt für mich nichts Elementareres als Physik. Und ja, Biologie, Stammzellenforschung, DNA und sowas natürlich auch. Aber es ist halt relativ schwer, da zu forschen, da man eben Forschungsgelder braucht. Man muss die Leute davon überzeugen, ey, das, was wir hier versuchen zu forschen, das ist vielversprechend. Und oft ist es eben so, dass bevor man eine große Entdeckung macht, man erstmal eine Menge Geld irgendwo hin... wegwirft. Eine Menge Geld braucht, um dann irgendwann nach Jahren, vielleicht auch durch Zufall, etwas zu finden. Also der Weg einer Entdeckung ist wirklich sehr mit vielen Ernüchterungen verbunden, glaube ich. Und es dauert teilweise echt sehr lange, bis man etwas entdeckt hat, bis man etwas gefunden hat. Und es gibt halt wenig Sponsoren, die so eine große Unsicherheit mitgehen. Wenn ich denen jetzt sage, ich bin an einer großen Entdeckung dran und liefer irgendwie über Jahre hin nichts, aber bin davon überzeugt, die Entdeckung muss irgendwie damit zusammenhängen. Ich suche nur noch ein
Ein Puzzlestück. Es fehlt nur noch ein Puzzlestück. Ja, dann erzähl das mal irgendwelchen Investoren, die da gar nicht so richtig Ahnung von haben. Und man weiß ja selbst auch gar nicht, führt das überhaupt zum Ziel, was ich mache? Ist da überhaupt irgendeine Erklärung hinter? Ist das überhaupt irgendein reales Phänomen oder wie auch immer? Ist das was... Ja, ist das etwas, nachdem ich forsche, was wirklich vielversprechend ist? Und das weiß man eben nie. Das ist immer so ein schwieriger Weg, ja. Und nachdem ich dann Archäologe mehr oder weniger über einen Haufen geworfen hatte, wollte ich Architekt werden. Und ja, dann habe ich eben gemerkt, in Kunst, als wir Architekturzeichnungen gemacht haben und sowas, dass Architekt auf jeden Fall nicht das ist, was ich mal machen möchte. Und so bin ich dann letztendlich bei der Physik gelandet und werde wohl Physik studieren. Aber auch da bin ich mir absolut noch nicht sicher, denn ich finde eben auch diesen rollentheoretischen Aspekt oder Soziologie sowie aber auch Pädagogik unglaublich interessant. Ja, Psychologie, Pädagogik, Kinderpsychologie, die Entwicklung und sowas, unglaublich interessant. Und deswegen mal gucken. Also bin mir noch nicht so sicher, aber habe ja noch ein bisschen Zeit. Wollen wir einfach mal gucken, was daraus wird. So, und jetzt gucken wir uns mal den Isaac an. Den guten alten Isaac, ha? Und ich würde mal einfach den Trick 96 vorschlagen. Der da vorsieht, erstmal einfach draufkloppen und das Space-Item am besten in der Engelsphase benutzen, wenn es nicht vorher schon nötig werden sollte. Denn die Engelsphase ist im Prinzip die härteste Phase. Hier kann man noch relativ gut ausweichen, aber mit den vielen Engeln ist das schon echt heavy teilweise. So, komm her. Come on, come on. Nein, 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 nein. Nein, Schaden bekommen. Aber es sieht gut aus. Nein, es sieht nicht gut aus. Also eben sah es gut aus. Jetzt sieht es... Ja, es ist noch alles offen. So, jetzt kommt die entscheidende Phase. Ja, spawn keine Engel. Ja. Geschafft. We did it! Yeah! Sacrificial knife has appeared in the basement. You unlocked something icky in the basement. Wir haben es geschafft, Leute. Mit Eve. Stellt euch das mal bitte vor. Wie lange habe ich damals gebraucht, um mit Eve Isaac zu schlagen? Und jetzt denke ich mir, komm, spielt mal eine Runde mit Eve, weil ihr den mal wieder haben wolltet. Und was geht? Wir haben es gemastert. Sehr, sehr geil. Und los. Wieder die übliche Sache, Isaac liest wahrscheinlich in der Bibel oder so, die sich, was, die Babylona, bin ich jetzt blöd? Turm von Babylon, voll den Wortwurstdreher irgendwie drin hier, Babylon, ja, Babylona, ich hab grad voll den Fail irgendwie, Leute, Babylon, ne, das heißt doch Babylon, die hängenden Gärten von Babylon, klar. Ich habe auch mal eine Sendung gesehen, die gesagt haben, dass der Schöpfungsgarten Eden, ne, der Eden, hier kennt ihr ja aus der Schöpfungsgeschichte der Christen, mit Adam und Eva und dem ganzen Quatsch, dass der irgendwo unten an irgendeinem Golf von liegen soll, aber wahrscheinlich überschwemmt worden ist. Ich finde das interessant, weil ich glaube schon, dass die antiken Orte, sowas wie der Garten Eden vielleicht... oder Atlantis wirklich existiert haben. Ich glaube, früher haben sich die Leute nicht so sehr darum bemüht, irgendwelche Romane zu schreiben. Denn man muss auch mal sehen, dass früher ja nur wenige lesen konnten. Also zumindest nach dem, was wir so wissen. Ja, das Schreiben war ja eher ein Privileg der gebildeten Leute. Und das konnte nicht jeder. Das heißt, es hätte gar keinen Sinn für die gemacht, irgendwelche Romane zu verfassen und zu sagen, wir verfassen die Bibel jetzt mal... Also diese alten Schriften als Roman, denn die hätten keine Abnehmer gehabt. Deswegen glaube ich schon, dass eben die Gelehrten das alles aufgeschrieben haben und das eben auch wahrheitsgetreu, beziehungsweise so wie es durch die stille Postverfahren, durch mündliche Überlieferungen angekommen ist bei denen, so haben sie es aufgeschrieben. Und Troja zum Beispiel ist ja schon so ein Beispiel gewesen. Man hat ja lange Zeit Troja nur für eine Legende gehalten und hat gesagt, Troja existiert nicht. Und dann hat doch jemand, war es sogar ein deutscher Archäologe, der Troja entdeckt hat? Ich glaube schon, ich weiß es aber nicht mehr genau. Hat er Troja doch entdeckt. So, da sehen wir doch. Wunderbar, wie viel fehlen uns denn jetzt noch? Drei Teile? Zwei Teile? Sieht aus wie zwei. Vielleicht sind es aber auch drei. Dann haben wir das Polaroid schon bald. Moment, kann ich doch mal gerade gucken. Ich will da ja mit jedem Charakter immer einmal spielen. Wir haben es geschafft mit Cain, Judas und Eve. Alle nebeneinander.
Ja, dann müssen wir es streng genommen noch mit 4 machen. Ja, daran sieht man schon, stimmt, dass man es nicht mit jedem machen muss. Ich mache das aber trotzdem so weiter. Ich glaube, beim nächsten Mal gönnen wir uns Isaac, mal wieder jemand einfachen. Und dann irgendwie Blue Baby oder Samson, mal wieder jemanden schweren. Und Maggie auch noch. Ja, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und ja, lasst auch irgendwie eine Bewertung da, wenn ihr Bock habt. Hilft mir auf jeden Fall immer, natürlich. Obwohl mir selbst noch viel mehr hilft, wenn euch die Arbeit gefällt, die ich mache. Dann hilft mir am meisten, wenn ihr mich zum Beispiel weiterempfehlt. Wenn ihr irgendwie euren Kumpeln sagt, wenn die sich auch so ein bisschen für das interessieren, was ich hier erzähle, wenn er denen irgendwie sagt, ey, guck mal, der TT, der erzählt das und das ist voll interessant. Kannst ja mal reinschauen irgendwie, was weiß ich, wenn es interessant ist. Bewertungen freue ich mich natürlich auch immer drüber, aber noch mehr freue ich mich eben auch über Kommentare. Das ist alles so ein Zusammenspiel. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch morgen wieder dabei seid. Und bis morgen, Leute. Euer Table Tennis Gamer. Ciao.